genug rüberbringen kann. Okay, ich habe uns was mitgebracht. Und zwar heißt mein Thema heute, wer ist er? Wer ist er? Und wisst ihr, als ich zum Glauben gekommen bin, da war ich so ungefähr 19 Jahre alt, noch jung, frisch und knackig. Ich bin nicht viel älter geworden, aber ein wenig. Und als ich damals zum Glauben gekommen bin, war eine Sache für mich richtig, richtig wichtig. Und zwar war mir so wichtig, dass ich nicht einfach nur ein bisschen Glauben habe. Nicht einfach nur so, wie das ganz viele Menschen auf der Welt haben. Also ich glaube, dass du bei 80%, wenn du rumläufst, also entweder kriegst du ja die Antwort, ja, ich glaube schon irgendwie an Gott oder an irgendetwas Größeres, oder jemand sagt, nee, ich glaube überhaupt nicht. Aber die meisten Leute glauben ja schon irgendwie. Und ich kannte so viele Menschen, die auf irgendeine Art und Weise geglaubt haben, aber das nicht so, also das war nicht so erfüllend. Das war immer so irgendwie, okay, ich glaube und irgendwie hält mich das auch manchmal oben und manchmal auch nicht. Und für mich war das einfach super wichtig, einen richtigen Glauben zu haben. So einen, der richtig tief verwurzelt ist. Und jetzt fragt ihr euch, woher sollte ich denn wissen, dass es sowas gibt? Ich bin damals in diese Kirche hier reingekommen und ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, wie unsere Pastorin hier vorne stand und ich saß so ungefähr da. Und sie hat so feurig, so voller Leidenschaft von Jesus gepredigt. Sie hat so viele Geschichten erzählt, was sie erlebt hat mit Jesus, wie Jesus in ihr Leben eingegriffen hat. Jesus kam, sah und siegte immer wieder und wieder bei ihr. Und ich weiß noch genau, wie ich da gesessen habe und ich habe einfach geheult die ganze Zeit. Ich habe dann schon gar nichts mehr von der Predigt gehört. Aber diese Leidenschaft, dieses Feuer, was in ihr gebrannt hat, dieses Verliebtsein in Jesus, ich habe da gesessen und habe, ich will das auch. Ich will genau diesen Glauben haben, wo ich da stehen kann und sehen kann, ey, da bewegt sich etwas in meinem Herzen. Und selbst wenn alles in mir total zerbricht, dann ist da immer noch dieses Feuer, was da weiter brennt. Und egal wie schlimm es wird, es kann nicht zu schlimm sein für meinen Jesus. Und genau das wollte ich. Und ich wollte dieses Strahlen, was sie hatte, ich wollte dieses Unglaubliche, Übernatürliche, was sie da einfach hatte. Und ich kannte Religion und Menschen und die daran festhielten, aber das war was anderes. Das hatte mit Religion nichts mehr zu tun, das war viel mehr als das. Es war eine lebendige Beziehung zu dem einzig wahren Gott. Es war etwas so Lebendiges, dass du etwas Vergleichbares auf dieser Welt nicht findest. Keine Beziehung auf dieser Welt ist so wie die Beziehung, die du zu Jesus haben kannst, wenn du ihn erstmal richtig erlebt hast, wenn du erstmal richtig ihn eingeladen hast und wenn du Dinge mit ihm erlebt hast. Und ich glaube auch, dass Jesus möchte, dass wir mit ihm diese Beziehung haben. Er ist kein Gott, der einfach irgendwo steht und sich nicht für uns interessiert, sondern er interessiert sich so sehr für uns, dass er sich ganz, ganz klein macht und auf ganz viele verschiedene Arten zu uns spricht, damit wir ihn irgendwie hören und irgendwie verstehen, was er zu uns sagen möchte. Und dieser Austausch, der ist wichtig. Und es ist ein Gott, der antwortet. Es ist ein Gott, den du nicht als Halskette um deinen Hals tragen kannst, sondern der dich durch alle möglichen Situationen durchträgt. Das ist der Gott, dem ich dienen möchte. Ein Gott, der nicht mit dem Finger auf dich zeigt und sagt du, sondern der den Finger auf deine Wunden legt und sie heilt, wenn du Geheilung brauchst in bestimmten Bereichen. Ein Gott, der dich nicht verdammt, sondern der all deine Sünde auf sich nimmt, damit du Leben haben kannst. Ein Gott, der so nah ist, dass kein Mensch das toppen kann. Und ich glaube, dass es auch ein Gott ist, der Schönheit statt Asche gibt. Da, wo du total kaputt bist, wo niemand etwas mit dir zu tun haben will, ist das der Gott, der sich an deine Seite stellt und für dich kämpft, der für dich einsteht und der sagt, ist mir egal, was alle anderen sagen, das ist mein geliebtes Kind und ich werde mit ihm gehen bis ans Ende der Welt. Und ich glaube auch, dass er ein Gott ist, der Segen im Überfluss schenkt. Nicht einer, der irgendwas zurückhält, sondern wenn er dich segnet, dann richtig. Dann mach dich bereit auf was. Damit es so viel Segen sein, dass du überfließt und überfließt und überfließt. Da ist kein Ende in Sicht. Und wer ist dieser Gott? Wer ist dieser Gott? Wie kann es sein, dass der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der die ganzen Meere in die Schranken gewiesen hat, habt ihr mal das Meer beobachtet? Ich habe es mal beobachtet und das ist so gewaltig und kraftvoll. Er hat es in seine Bahnen gelenkt. Er hat alles auf dieser Welt erschaffen, einschließlich dich und mich. Er ist der Gott, der einfach mit einem Wort Dinge erschaffen kann. Er ist der Gott, der mit einem Wort Licht schaffen kann und die Finsternis fliehen muss.
Offensichtlich hat Gott Interesse daran, uns zu begegnen, oder? Offensichtlich will er auf irgendeine Art und Weise zeigen, hallo, hier bin ich. Ich bin hier, wo bist du? Komm mir nahe. Und ich frage mich, wenn er doch ein Gott ist, der Kommunikation liebt, der seine Kinder liebt und der einfach nur mit ihnen sein möchte, wie kann es passieren, dass wir ihn so oft verpassen? Dass wir so oft gar nicht das abkriegen, was er eigentlich für uns hat. Dass wir all die Segnung und all diese Gemeinschaft, die er eigentlich für uns hat, einfach verpassen. Wie kann es sein? Wie kann es sein, dass wir ihn verpassen? Nicht jeder von uns hatte doch schon mal eine richtig krasse Begegnung mit Jesus, oder? Hatte schon mal jeder so eine krasse Begegnung? Nicht unbedingt, und dafür muss sich keiner verdammen. Aber heute möchten wir schauen, wie es dazu kommt, dass wir diese Begegnung haben können. Dass wir eine intime Beziehung mit Jesus haben können. Denn ich glaube, dass das der Punkt ist, wo Gott mit uns hin möchte. Wie kann uns so etwas Großartiges entgehen? Das will doch keiner von uns. Jeder von uns braucht dieses Feuer, was nur Jesus geben kann. Und ich glaube, einer der wichtigen Teile, um Gott zu erkennen, ist zu erkennen, wie er ist und wer er ist, was er tut. Das ist ein super wichtiger Teil und das ist auch der Schlüssel zu tiefer Anbetung. Und Anbetung ist der Schlüssel zu einer tiefen Beziehung zu Gott. Das heißt, wenn wir begreifen, wer er ist, wie er wirkt, und das muss nicht von heute auf gleich alles passieren, sondern wir lernen ihn in einer Ehe. Kommt es auch nicht vor, dass du deinen Ehepartner von jetzt auf gleich kennenlernst, oder? Du lernst ihn langsam kennen und manchmal lernst du manche Macken noch später kennen und dann wunderst du dich, was da alles noch versteckt war. Und ich glaube, dass Gott uns heute ruft. Anbetung bedeutet, wir erkennen Gottes Größe an. Und Anbetung verändert nicht Gottes Herz. Wie oft kommen wir in diese Haltung und sagen, okay Gott, ich bete dich an und irgendwie mit dem Gefühl, dann liebt er mich mehr. Gott liebt uns nicht mehr, wenn wir ihn anbeten. Die Liebe ist immer gleich, sie war schon immer da. Noch bevor du dich für Jesus entschieden hast, war diese Liebe da. Anbetung verändert unser Herz. Anbetung macht unser Herz offen für all die Größe, die Gott hat. Für all das Wunderbare, was wir sehen dürfen durch seine Augen. Und ich glaube, dass er uns begegnen möchte und dass er uns begegnen wird. David war ein Mann nach Gottes Herzen. Er war ein Anbeter durch und durch. Und im Psalm 24, 7 bis 10 gewinnen wir so einen kleinen Eindruck, dass David einen Augenblick von besonderer Intimität mit Gott erlebt hat. Und ich möchte das mit euch lesen. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Er ist die Herrlichkeit. Er ist der König für jeden Einzelnen von uns, weil er uns teuer erkauft hat, weil er uns geschaffen hat. Wer sich von ihm abwendet, verpasst den König der Herrlichkeit. Macht die Tore weit auf, verschließt die Herzen nicht, sondern macht sie weit auf, damit er einziehen kann. Stellt euch vor, ihr steht in der Anbetung und seht den König der Herrlichkeit, wie er durch die Tore kommt, wie sein Licht leuchtet und alle Finsternis fliehen muss, alle Krankheit wecken muss und egal was da ist, das muss alles verschwinden in der Herrlichkeit des Königs. Gott will uns begegnen. Er will in uns wohnen. Er will mit uns sein. Und er möchte, dass wir ehrlich und aufrichtig zu ihm kommen. Ohne Masken, ohne uns zu verstellen. Das ist die Kunst an des ganzen Ding. Manchmal kommen wir sonntags hier rein und singen Halleluja, preis dem Herrn. Die ganze Woche war total beknackt und wir fühlen uns fürchterlich, weil alles so blöd war. Und wir denken, Gott möchte hören, dass wir jetzt die ganze Zeit sagen, alles ist gut. Ich weiß, mit dir ist alles gut. Das braucht Gott gar nicht immer hören. Manchmal will Gott hören, ich fühle mich fürchterlich. Ich brauche dich. Ich brauche deine heilige Gegenwart in meinem Leben, sonst schaffe ich das nicht. Ehrlichkeit ist alles, was er möchte. Er will unser Herz. Keine Lüge und keine Schönrederei. Wenn du enttäuscht bist, dann sag es.
Wenn du müde bist, dann sag es. Wenn du verloren hast, dann sag es. Sag ihm alles. Sag ihm, wenn du glücklich bist und wenn du vor Lachen nicht mehr aufhören kannst, weil das gerade so ein schöner Moment für dich ist. Sag ihm alles. Er kennt unseren Schmerz, unsere Freuden, er kennt unsere Probleme und er hält unsere Segnungen bereit. Lasst uns ehrlich und ohne Maske vor Jesus kommen. David war darin so gut. Die Psalmen sind voll davon. David war so ein Typ, der hat nicht irgendwie lange hinterm Berg gehalten, wie er sich gerade fühlt. Er hat genau gesagt, was Sache war. In Psalm 30 finde ich besonders schön. Lasst uns das lesen. Und wie mutig David einfach war. Psalm 30, 2 bis 13. Ich will dich erheben, o Herr, denn du hast mich herausgezogen, dass meine Feinde sich nicht freuen dürfen über mich. Herr, mein Gott, zu dir habe ich geschrien und du hast mich geheilt. Herr, du hast meine Seele aus dem Totenreich heraufgebracht. Du hast mich belebt aus denen, die in der Grube hinabfahren. Lob singt dem Herrn, ihr seine Getreuen, und preist seinen heiligen Namen. Denn sein Zorn währt einen Augenblick, seine Gnade aber lebenslang. Am Abend kehrt Wein ein und am Morgen Jubel. Das ist so viel Positives. Das ist so viel, hey, mir geht's gerade richtig gut mit Jesus. Aber hört mal, was da weitergeht. Und ich sprach, als es mir gut ging, ich werde ewiglich nicht wanken. Wie oft machen wir das, wenn es uns gut geht? Oh Herr, dir folge ich nach bis an mein Lebensende. Das machen wir, das haben die schon in der Bibel so gemacht. Herr, durch deine Gnade hattest du meinen Berg fest hingestellt. Als du aber dein Angesicht verbargst, wurde ich bestürzt. Ich wurde bestürzt. Zu dir, Herr, rief ich. Zu dem Herrn flehte ich um Gnade. Wozu ist mein Blut gut, wenn ich in die Grube fahre? Wird dir der Staub danken? Wird der dir deine Treue verkündigen? Höre, o Herr, und sei mir gnädig. Herr, sei mein Retter. Du hast mir meine Klage in einen Reigen verwandelt. Du hast mein Trauergewand gelöst und mich mit Freude gegürtet, damit man dir zu Ehren Lob singe und nicht schweige. O Herr, mein Gott, ich will dich ewiglich preisen. Das war David. Der hat gesagt, hey, weißt du was, es war richtig schlimm für mich, als ich dich nicht gesehen habe, als ich nichts von dir gehört habe, als ich diese schreckliche Phase hatte, wo ich das Gefühl hatte, du bist so weit weg. Aber ich will dir eins sagen, Gott, ich will dich für immer loben. Und wenn du mich jetzt weg vom Fenster nimmst, wer soll dich dann loben? Ich habe das, ich möchte das. Mein Leben ist darauf ausgerichtet, dir Ehre zu bringen, mein Leben lang. Und das hat David gesagt. Und was hat Gott gemacht? Junge, das gefällt mir. Das gefällt mir. Diese Einstellung ist gut. Denn wir alle haben keinen weiteren Sinn und Zweck, als Gott die Ehre zu geben, ihn anzubeten, unser Leben lang und in alle Ewigkeit. Und das ist kein schlechter Zweck, kein langweiliger Zweck, das kann ich euch sagen. Ein Moment in Gottes Herrlichkeit ist so unglaublich gut, dass du dafür ein ganzes Leben auf Mallorca in den schönsten, wunderschönsten Orten der Welt einfach dafür liegen lassen würdest. Ich liebe es, wie ehrlich er da war. Und ich glaube, es hat Gott gefallen, wie seine Haltung war. David hat klargemacht, dass sein Lebenssinn in der Anbetung seines Gottes war. Lasst uns doch ein Beispiel nehmen. Lasst uns offen mit Gott reden. Lasst uns nie aufhören, ihn zu ehren und ihn anzubeten. Anbetung hat so viele Facetten, genau wie die Lieder, die wir singen. Manchmal reißt sie alle Mauern ein. Manchmal ist sie so stark, dass das alles erzittert und der Bass brummt in dem Oberkörper, oder? Und manchmal ist Anbetung auch einfach ganz still und es ist der Moment, der nur Gott gehört, wo unsere Stimmen leise werden, wo wir uns zurücknehmen, wo wir einfach in seiner Gegenwart stehen wollen. Und als ich gebetet habe für diesen Abend, hatte ich zwei Bilder. Das erste Bild war, vielleicht ist es für dich, also hör gut zu, das erste Bild war, wie ein Mensch vor einem Strand stand und die Wellen waren unglaublich hoch, so richtig bedrohlich hoch und sie kamen immer näher und dieser Mensch hat sich hingestellt, seine Arme weit ausgebreitet und diese Wellen kamen und haben ihn komplett einfach mit dem Wasser umspült und er war sauber, er war rein und er hat neue Kraft bekommen durch dieses Wasser. Das war ein Wasser der Erfrischung und vielleicht ist es genau für dich heute und Gott möchte dich erfrischen. Er will die Dinge wegnehmen, die nicht dorthin gehören und er möchte mit seiner Kraft und seiner Herrlichkeit kommen. Und dann habe ich mir gedacht, so, boah Gott, aber manche haben auch echt Angst vor Wasser, oder? Und ich habe mir so gedacht, das ist vielleicht nicht so unbedingt das beste Bild für alle. Und
So ist Gott aber nicht nur. Gott antwortet für jeden und ich habe für die zweite Person hier etwas. Du stehst an dem Strand und die Wellen kommen und sie sind bedrohlich und du hast Angst und du weißt nicht mehr weiter. Du kannst nicht vor und zurück und Gott kommt und stellt sich vor dich. Er nimmt sich in seine, dich in seine Hände und er beschützt dich und er hütet dich. Und du kannst dir sicher sein, dass keine Wellen noch ein so großes Unwetter auf dich Einfluss nehmen kann, wenn du in den Händen Gottes bist. Gott kann auf so viele Arten und Weisen reden und er kann auf so viele Arten und Weisen angebetet werden. Und ich möchte uns heute einfach einen Moment nehmen, wo wir Gott wirklich anbeten. Und dazu möchte ich euch bitten, schon mal aufzustehen, denn reine Anbetung, wenn sie wirklich die Anbetung sein soll eines reinen, anbetenden Herzens, dann muss man immer eins vorher ganz klar machen, und zwar vergeben. Vergeben und alle Sünde aus dem Leben raushaben wollen. Und ich weiß, viele von uns sind vielleicht richtig gut unterwegs, aber ich muss für meinen Teil, fast täglich, muss ich mich dahinstellen und sagen, Gott, vergib mir. Das war saudumm, was ich gemacht habe. Es war nicht schön und es war nicht der Charakter, den du in mich hineingelegt hast. Und Herr, ich möchte vergeben. Wie schnell, hey, wir Frauen, ne? Also vielleicht auch nicht jeder, aber ich. Wie schnell kann man sich beleidigen wegen der kleinsten Sache? Und schon die Bibel sagt uns, vergebt einander, dann kann euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Und dann kann er uns begegnen, wenn wir reinen Tisch machen, wenn wir auf den Tisch auspacken, was wir am Dreck am Stecken haben und sagen, hier Jesus, nimm das hin, bitte hilf mir dabei, nimm all das weg, ich möchte dich anbeten mit einem reinen Herzen, ich möchte dich schauen. Also wenn du das machen möchtest, darfst du einfach deine Augen schließen, kurz deine Hände ausstrecken und wir beten einfach gemeinsam ein kurzes Gebet und geben Gott einfach die ganzen Dinge hin, die da nicht hingehören, damit wir gleich in die richtige Anbetung starten können. Jesus, ich danke dir, dass wir heute hier sein dürfen und ich bitte dich, dass du jetzt kommst und dass du mir hilfst zu vergeben, wo ich noch nicht vergeben habe. Jetzt in diesem Moment lasse ich los von aller Unvergebenheit. Ich lege das ab. Ich möchte nicht diese Unvergebenheit in meinem Leben haben, die mich trennt davon, in deine Gegenwart zu kommen. Nimm es weg. Hilf mir zu vergeben. Ich vergebe dieser Person, die mich verletzt hat, jetzt in diesem Moment. Und ich bitte dich auch, dass du all das, was an Sünde in mir ist, was vielleicht irgendwo noch mein Leben bestimmt, dass du das einfach wegnimmst. Ich lege es jetzt vor dir, vor die Füße her. Ich möchte das nicht mehr haben. Ich möchte ein reines Herz vor dir haben. Ich möchte rein und sauber zu dir kommen, Herr. Wasch mich rein mit deinem heiligen Blut und segne mich einfach in diesem Moment. Amen. Und jetzt dürft ihr stehen bleiben, denn wir möchten, ich glaube, dass da super viel Kraft ist, wenn wir proklamieren, wer Gott ist. Glaubt das noch jemand? Ich glaube, dass da Kraft drin ist, wenn wir sagen, dass ist mein Gott. Das und nicht anders. Er ist groß. Er ist das Rauschen der Meere, das uns reinwäscht. Er ist der, der zu uns spricht und gleichzeitig ist er der, der uns rettet und Schutz und Ruhe bietet. Er ist kraftvoll und er ist sanftmütig. Er ist gerecht und barmherzig. Er ist ein verzehrendes Feuer und ein ewiger Quell des Lebens. Er ist die donnernde Stimme und das sanfte Säuseln. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist heilig und doch machte er sich selbst zur Sünde. Er ist der König und doch dient er uns. Er ist der Heiler und er geht mit uns durch Krankheit durch. Er ist das Licht und in der anderen finsteren Ecke geht er hinein, um uns zu finden. Er sitzt auf dem Thron im Himmel und lebt in uns. Er ist unser schützender Schild und das Schwert in jedem Kampf. Er ist unsere Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit. Er ist der Gott, der Allmächtige und unser bester Freund. Er ist die Kraft in unserer Schwachheit. Er ist unser Erbe und unsere Zukunft. Er thront im Himmel und ging durch die Hölle für uns. Das ist unser Gott. Er ist El Shaddai, der allmächtige Gott. Er ist El Roy, der Gott, der mich sieht. Er ist Elohim, der Schöpfer. Himmel und Erde und jede Menschenseele, alles Leben ist durch ihn. Er ist Immanuel, Gott mit uns. Er ist Yahweh, der ich bin. Er ist Yahweh Jireh, unser Versorger. Er ist Yahweh Rapha, der Gott, der heilt. Er ist Yahweh Roy, der Herr, der Hirte, und er führt und leitet seine Schafe. Er ist Yahweh Shalom, der Herr, unser Friede. Er ist Yahweh Zebaoth, der Herr, der Herrscher, und er kämpft für uns. Das ist unser Gott. Und wir
sind seine Kinder und wir dürfen in sein Allerheiligstes eintreten. Mit dem Moment, wo du gerade all die Dinge abgegeben hast, mit dem Moment, wo du proklamiert hast, wer dein Gott ist, hast du Zutritt in seine Gegenwart und du kannst ihm begegnen auf eine ganz neue Art und Weise. Bist du bereit dafür? Dann lasst uns weiter in den Lobpreis gehen.